Herzlich willkommen zu Rate This, dem Filmquiz zum Mitraten und Mitraten. Oder Mitraten und Mitraten. An meiner Seite ist der Filmexperte Wolfgang M. Schmidt. Und mein Name ist Pierre M. Krause und das M steht für Movies. Das stimmt gar nicht. Fight Club, der weiße Hai. I am Legend. Wir gehen zurück in die Zukunft. Oh! Ich ahne Schlimmes. Was denken denn die Leute? 6,5. 8,1. 8,8! Wie wäre denn Ihre Bewertung? 5. Eine 9. Wir machen 10. I am Legend. Ja, und welchen Film schauen wir? Ach so, okay. Ich dachte gerade, es war nur ein Zeichen von Selbsteinschätzung. Ja, vielleicht auch. Will Smith. Ich habe eine Schwäche für Endzeitfilme. Ah ja. 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 Also für das Endzeit-Genre an sich, auch im Gaming-Bereich übrigens. Ja. Ich spiele ganz wenig, aber wenn, dann mag ich tatsächlich. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mir es ein bisschen herbeisehne, dass diese Menschheit einfach auch mal irgendwann aufhört. Das ist der Todestrieb in uns allen. Ja. 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 Das lässt tief blicken. Und jetzt zum Vergleich mit anderen Dystopien. Mit Endzeitfilmen, ist das ein also wirklich guter Film? Also Iron Legend ist definitiv aus meiner Sicht nicht der beste Endzeitfilm, den ich je gesehen habe. Was auch am Protagonisten liegen kann. Also Tiefe ist jetzt nicht so die Stärke von Will Smith. Ich finde ihn ist gut als humorvoller Schauspieler, aber das ist doch eine ziemlich zähe Angelegenheit. Und es geht doch auch dann am Ende wieder so eine Idee von der heiligen Kernfamilie aus, ne? Absolut. Die da propagiert wird nochmal. Das ist es absolut. Und es, mir persönlich gefällt es nicht, dass es in solchen Filmen, der Protagonist ist so einfach, leicht konsumierbar gestrickt. Es ist ein muskulöser, ich weiß nicht, Ex-Marine oder irgendwie sowas, ne, der natürlich mit Waffen umgehen kann und jedes Kriegsgefährt fahren kann. Dann die Geschichte mit der Familie. Also das ist so ein, das ist so einfach. Ich wünschte mir mal so einen kurzsichtigen, humpelnden, dünnen Diabetiker, der als letzter übrig bleibt. So, ne? Das wär mal eine ordentliche Geschichte. Ja, und der muss nur zur Dialyse dann. Ja. Ja. Aber wie ist so ein Film denn bewertet? Ich würde ja mal tippen 7,1. Ich gehe tiefer, weil das Publikum dieses Bewertungsformats ist sehr kritisch. Ja. 6,5. Ich gehe auf 6,5. Wir lösen mal auf. Oh nein, ist das gut! 7,2! Ich ziehe meinen imaginären Hut. Das ist aber auch genau, was ich erwartet habe, Herr Schmidt. Das freut mich, Herr Krause. Also, es tut mir wirklich leid. Das liegt aber auch daran, dass ich das Genre mag. Aber man muss sich ja nicht entschuldigen. Man muss mal wieder lernen zu verreißen. Danke. Sich zu freuen. Ja, es war schrecklich. Es hat mich 10 Euro gekostet. Ja. 2 Stunden Zeit. Die Lebenszeit ist. Jetzt können wir uns rächen. Ja, das stimmt. Das ist völlig richtig. Nicht ob des Verreißens wegen, aber wirklich, weil völlig richtig, ja, Sie haben recht. Ich gebe dem Film jetzt, also meine persönliche, ich gebe dem eine, weil er für mich das Genre auch ein bisschen verrät, eine 4. Boah. Ich schließe mich dem an. Yes! Wir benennen das Format um in Take This! Ich greife in die Losbox und schaue, was dann für uns da ist. 2 wie Pech und Schwefel. Bud Spencer, Terence Hill. Man muss sagen, das sind diese Filme der 70er Jahre in Italien, die da gedreht werden, weil man eigentlich eine Krise überwinden muss, nämlich die des Italo-Westerns. Ja. Und die einzige Möglichkeit, die man da noch hat, ist, das Ganze zu ironisieren. Und zugleich hat man dann aber auch gemerkt, gut, immer nur auf Pferden geht nicht. Deswegen hat man sie dann mal auf Motorräder gesetzt. Ist in dem Fall so, sie sind Rennfahrer. Und macht dann so Gangster oder Rennfahrer dann eben daraus. Und ja, es ist halt so aus der Retorte, also es ist irgendwie ganz nett. Und es sind aber immer so Nachmittagsfilme, oder? Man setzt sich nicht mehr bewusst hin und sagt, schaue ich mir an. Nein, das macht niemand. Nein. Nein, niemand setzt sich bewusst hin und sagt, hey, komm, wir können doch heute mal wieder zwei Himmel und auf den Weg zur Hölle gucken und danach vielleicht das Krokodil und sein Nilpferd. Nein, wer macht denn sowas? Also, ich sage ja, Bud Spencer und Terence Hill sind das Genre. Ja. Ja, es ist völlig, egal, wo du die beiden hinsetzt. Es ist ein Bud Spencer und Terence Hill Film. Am Ende kriegt immer einer Mische, einen Satz heiße Ohren oder eine Delle in die Gewürzgurke. Und darum geht's. Ja. Und der dritte im Bunde ist Rainer Brandt. Mhm. Und Rainer Brandt, das ist der
Regie, Autor, teilweise auch Synchronsprecher, hat aus diesem Film das gemacht, was sie für den deutschen Markt sind, nämlich einfach wahnsinnig lustige, klamaukige Komödien mit ganz albernen Sprüchen. Das ging sogar so weit, es gibt eine Geschichte, die Bud Spencer mal erzählt hat, sie haben einen ganz komplizierten Stunt gemacht, eine Schlägerei. Damals hat man natürlich politische Korrektheit völlig ausgelassen und ein Kleinwüchsiger wurde geschleudert und landete irgendwo und hatte einen Satz. Und die haben die Szene wohl 100-mal gedreht und es hat nie geklappt. Und in diesem einen Mal, wo es geklappt hat, hat der Kleinwüchsige den Satz vergessen oder verhauen. Ja. Und war dann völlig außer sich und hat sich tausendmal entschuldigt. Und Bud Spencer ging zu ihm und sagte, kein Problem, Rainer wird das schon in der Synchro fixen. Das heißt, man hat diese Filme für den deutschen Markt gemacht. Ja, ne? Ja. So. Ja. Ich bin Fan. Ich bekenne mich absolut zum Bud Spencer und Terence Hill Fan auf alle Zeiten. Ich werde immer loyal sein. Ich will jetzt nicht diesen großen Vergleich mit Buster Keaton und Charlie Chaplin machen, aber es sind sehr gut koordinierte, unfassbar alberne Schlägereiszenen. Die sind der Kern der Filme. Die Geschichten spielen eigentlich keine Rolle. Die man heute noch sogar ohne ironische Distanz amüsant finden kann. Ich glaube ja, diese ironische Distanz, die wird nur deshalb jetzt so angebracht, weil Männer sich so ein bisschen schützen wollen. Ja? Ja. Also damit man nicht so ganz lächerlich dasteht, sagt man, ja, ich gucke den ja ironisch, aber eigentlich findet man es genauso, wie es ist, gut. Absolut. Wir sind uns fast einig, ne? Ja. Was denken denn die Leute von diesem Film? Also ich würde sagen, wer da bewertet, der ist eigentlich schon Fans. Und die sagen jetzt, Wahnsinnsfilm, 8,7. Ich glaube das auch, ich würde auch hochgehen, es ist nicht mein persönlicher Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill Film, aber es ist eine meiner absoluten Top 5 Lieblingsszenen und das ist eben Übrigens, diese Szene geht ungefähr 12 Minuten. Die ist auch sehr schön. Die ist wunderbar. Die ist toll choreografiert, das Comic-Timing stimmt total, obwohl sie so elends lang ist. Ja. Ja, also würde ich sage, ach komm, nix. Das ist eigentlich total mies, ne? Das ist total na, mies. Vielleicht habe ich ja. 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 Oh nein! Ach. Was ist mit euch los? Und nur 10.000 haben wir überhaupt bewertet. Was ist denn da? 7,5. Das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen ungerecht. Wollen wir dann eine 10 geben? Das wäre doch in dem Fall. Hier jetzt eine 10 für Bud Spencer und Terence Hill. Das ist doch super! Ja. Dann kann ich mich ja nirgends mehr sehen lassen. Das ist doch gut. Und dann machen wir Citizen Kane 9,5. Wir machen 10. Wir machen 10, komm. Ja, das ist super. Das muss am Sekt liegen. Das ist das Verrückteste, was ich je getan habe. Klick. Dann ziehe ich mal den nächsten Film. Ja, das ist doch ein Schmankerl. Der weiße Hai. Oh, Jaws. Hat der weiße Hai eigentlich ausgelöst, was wir heute Mac, Shallow oder Sharknado, alles Filme, ist das sozusagen der Ursprung von all dem? Ja, man kann schon sagen, dass das Spielberg ein bisschen mitschuldig ist. Mhm. Und eigentlich ist es ein Remake von Spielberg. Er hat ja diesen Film Duell gemacht. Ja. Dort fährt doch einfach einer die Straße entlang und hinten kommt immer so ein riesen LKW an und man weiß nicht warum. Und das ist eigentlich der Hai auf Rädern. Völlig richtig. Man sieht, wie ein Fahrer, die Scheiben sind so getönt, riecht völlig richtig. Ja. Und das ist auch ein Film, wo der Score eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und das Faszinierende ist, dass dieses Thema, wenn der weiße Hai kommt, dass es etwas ist, was wir immer auf alle ewigen Zeiten mit einem Hai verbinden werden. Also auch in anderen Filmen, in dem ein Meeresgetier, ein monströses Meeresgetier eine Bedrohung darstellt, ist es ein ähnlicher Score. Es klingt, oder in Spielen auch, wird ein Score, der sehr stark an der weiße Hai erinnert, verwendet, weil das so in unseren Gehirnen implantiert ist. Ne? In der Tat. Und es ist ein Film, der psychoanalytisch sehr stark geprägt ist. Denn er hat sich mit C.G. Jung auseinandergesetzt und hat gesagt, wir brauchen so eine Nachtmeerfahrt. Dann kommen wir am Ende
Ende bei uns wirklich an. Und das ist ja das Problem des Protagonisten, dass er ganz viele Schwierigkeiten haben. Es ist so der Durchschnittsamerikaner. Und der muss sich eben einer großen Herausforderung stellen, muss diese bewältigen. Und dann kann er sich freischwimmen am Ende. Das ist ja dann das Finale. Deswegen glaube ich aber doch, bei dieser Datenbank sind ja noch Leute, die sich mit der Filmgeschichte auskennen und sie kennen vielleicht auch die filmhistorische Bedeutung dieses Films. Deswegen würde ich mal tippen, also 8. Soweit, ja? Haben sie gegeben, ja. Ich wiederum glaube, dass sehr viele Menschen nicht in die Tiefe gehen. In die Tiefe, wegen Ei. wie wir es hier tun. Ja. 7,5. Ich glaube, 7,5 ist das, worauf sich die Crowd geeinigt hat. 8,0. Was haben Sie nochmal gesagt? 8,0. Das gibt's doch nicht. Tja. Ich möchte zunächst einmal nochmal applaudieren, weil das ist eine absolute Punktlandung, 8,0. Darauf das Trinken teuerste, wir. Was wir in der Aral finden konnten. Herzlichen Glückwunsch. Also warm schmeckt ja noch besser. Also 8,0 ist schon... Da können wir doch einfach mal allen zustimmen. Ja. Also, dass wir mal sagen, der Wille des Volkes ist auch unserer. Einmal Mainstream sein. Ja. Was haben wir denn hier? Zwei glorreiche Halunken von Sergio Leone. Von Sergio Leone mit Musik von Ennio Morricone. Und das ist tatsächlich... wie heißt er denn? The Good, the Bad and the Ugly. Das ist, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine, mich zu erinnern, dass Sergio Leone den Score zu dem Film gemacht hat, bevor es den Film gab, also bevor die Dreharbeiten begannen. Und dass viele Einstellungen, man hat ja damals in dieser Westernzeit sehr lange Einstellungen gedreht, sich nach dem Score, also nach der Filmmusik gerichtet haben. Mhm. Das könnte auch eine Entschuldigung für die langen Einstellungen sein. Es gibt auch keinen Protagonisten, mit dem man eine Identifikationsfreude hätte. Also wenn man The Good, The Bad and, da ist er, genau, The Good, The Bad and The Ugly, wenn man das hört, dann denkt man als erstes an Clint Eastwood, weil er einfach wahnsinnig cool aussieht. Das ist dieses ikonische Bild mit dem Hut und dem Poncho, den er da trägt. Aber für mich ist der da überhaupt nicht der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller ist Tuco. Das ist, der spielt die auch alle unter den Tisch. Clint Eastwood macht in diesem Film eigentlich nichts anderes, als intensiv geradeaus zu starren. Ja. Und das macht er aber sehr gut. Das macht er sehr, sehr gut. Das kann auch nur er so. Ja. Und er macht diesen einen Move, den ich bis heute nicht nachmachen kann. Er kann seinen Zigarillo vom rechten Mundwinkel in den linken Mundwinkel in Blitzgeschwindigkeit bewegen. Ja. Das ist aber alles, was er in diesem Film macht. Ja. Er hat doch nicht viel Text. Nein, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es ist reines, das ist ein Präsenzschauspieler. Der muss nur da sein. Das nichts stimmt. Anderes. Ja. Und das ist so hervorragend. Also das ist auch, muss man sagen, so traurig, dass wir eigentlich kaum noch Western im Kino haben. Wenn man sieht, wie großartig das mal war und wie viel Zeit er sich gelassen hat. 2 Stunden, 40 Minuten. Er ist elends lange und warum es, also bei zwei glorreichen Halunken tritt nicht keine einzige, aber ich glaube, es gibt nur 2 Frauenauftritte. Mhm. Das eine ist eine Prostituierte, die geschlagen wird, und das andere ist die Mutter, die am Anfang gleich in Ohnmacht fällt. Mehr Frauen gibt es nicht. Und ich glaube, nur eine hat wirklich Text. Das ist natürlich in Zeiten wie diesen schwer zu verkaufen. Es gibt keine weiblichen Cowboy-Helden leider. Doch, Johnny Guitar gibt es mit John Crawford aus den 50er Jahren. Ein Western-Meisterwerk, sagt auch Tarantino. Wirklich? Ja. Kenne ich nicht, will ich schauen. Und die schießt, deutscher Untertitel, wenn Frauen hassen. Das ist übrigens ein Thema für sich. Deutsche Übersetzungen. Ja. Zwei glorreiche Halunken, das ist auch schon so doof. Ja? Zwei glorreiche Halunken könnte in Bud Spencer und Terence Hill finden. Ja. The Good, The Bad and The Ugly erklärt ja die 3 Protagonisten, um die es wesentlich geht. Und das Verrückte ist, davon ist Clint Eastwood The Good. Mhm. Und der ist überhaupt nicht gut. Nee. Ihm geht es nur um die Kohle. Ja. Und er kann, das habe ich vergessen noch einmal zu erwähnen, nicht nur den Zigarillo von der rechten in den linken Mundhälfte schieben, sondern er kann auch mit einem Schuss Seile durchtrennen. Ja. Das kann nur Clint Eastwood. Aber wie ist so ein Film denn bewertet? Ich glaube, sehr hoch. Ich glaube, das ist auch ein Kultfilm. Und das werden die Zuschauer gutieren. Und die sagen jetzt 8,5. Ist mein Tipp. Ich sage 8,6. Das ist mies, ne? Ja. Okay.
Ich freue mich zurückhaltend wie ein Gentleman. Ein bisschen unfähig. Aber ich freue mich auch. Für mich? Dass so viele Menschen guten Geschmack haben. Ja. Das ist doch toll. Das stimmt, ja. Auch ein Film, den ich ans Herz legen möchte. Und man darf wirklich, man 8, muss... 8,8, das ist gut. Man muss Aspekte, die man heute zur obligatorischen Empörung beim Betrachten eines Filmwerks außer Acht lassen. Dazu gehört die Sexismusdebatte und die Logik. Das ist ganz wichtig. Das muss man subtrahieren, sich ins Jahr 1966 versetzen und dann ist es ein Spitzenfilm. Ist es doch mal angebracht, 9 zu sagen? Ich wäre dabei. Oder? Ja, ich wäre dabei. Ja, guck mal, da hat jemand den Kanal abonniert. Super! Ja, und einen Kommentar dagelassen. Toll. Könnte ruhig öfter machen.